Wer ist krank? Geh weg! Ah, blockiert mich doch nicht, Mann! Ich will euch helfen! Wo? Da, da ist er! Nein, nicht weglaufen! Nicht in meinen Weg! Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution im Herausforderungsmodus auf dem Schwierigkeitsgrad Jurassic mit allen DLCs. Wir brauchen mal wieder mehr Platz für neue Gehege, deswegen bin ich hier gerade wieder am Einebenen des Geländes, denn das Ganze muss ja immer möglichst eben gebaut werden, sonst bilden sich da ja immer so merkwürdige, komische Hügelchen. Und jetzt haben wir hier an der Stelle auch einen neuen Dinosaurier ausgebrütet, das sollte zumindest jetzt soweit sein, und zwar den Uranosaurus, der absolute Wahnsinn. Das ist der, der so ein bisschen so aussieht wie ein Schnabeltier. Das ist schon echt witzig, dieses Tier. Und genau, das Ziel ist jetzt, dass wir endlich den zweiten Stern voll machen. Mal gucken, ob uns das in dieser Folge noch gelingt oder ob wir dafür noch ein kleines bisschen brauchen werden. Mal schauen. Wie er sich freut. Das ist toll. Freuen sich immer so. Oh, der braucht dringend seinen Artgenossen. Schnell noch freilassen. Wir haben einen neuen Uranosaurus. Sie haben es geschafft. Toll. Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Er sieht ja auch aus wie eine Gans. Grabungsteam kehrt zurück. Ah, hier gleich nochmal dahin. Was haben wir hier gekriegt? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann ist der jetzt auf 100%. Denke ich jetzt mal. Und die können wir gleich auch nochmal zum Uluru schicken. Und dann machen wir auch nochmal Ulurus. Dann machen wir nochmal Rolos. Rolosaurier. Genau. Vielleicht auch nochmal ein Muster für den Uranosaurus. Wenn wir eins haben. Hier, das ist noch für den Uranosaurus. Das erforschen wir mal. Dann können wir da nämlich noch einen machen, der noch ein bisschen anders aussieht. Fühlen sich alle Tiere noch wohl? Sieht noch gut aus. Noch. Die fühlen sich hier auch alle wohl. Metriacanthosaurus, neues vollständiges Genom. Sauber, dann lasst uns mal die Aktion vorbereiten, dass wir hier nochmal ein Metriacantho-Gehege machen. Hier, hierhin. Jetzt muss ich mal schauen. Upgrade. Dinosaurier ausbrüten. Was braucht der denn? Also, oder beziehungsweise, was können wir denn da machen? Erstmal können wir dem Tigermuster geben. So, dann versuchen wir den mal ein bisschen aufzuwerten. Mit Härte der Zähne. Härte der Zähne. Immunreaktion. Härte der Zähne. Und Immunreaktion. 195 hat er. Und 64% Lebensfähigkeit. Das sollte eigentlich passen. Das können wir auch nochmal extrahieren. So, das kann verkauft werden. Verkaufen. So, jetzt plündern wir diese Städten gleich noch leer. Dann können wir die Fossilien direkt verkaufen. Krankheit ausgebrochen. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Welches Tier ist krank, ist die Frage. Habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, es ist hier bei den Pachys. Bei den Pachys ist irgendwer krank. Wer ist krank? Geh weg! Ah, blockiert mich doch nicht, Mann! Ich will euch helfen! Wo? Da, da ist er! Nein, nicht weglaufen! Nicht in meinen Weg! Yes! Yes! Klappt das? Klappt das? Klappt das? Ja, sauber. Okay, hat funktioniert.
Ja, das ist immer ganz gut, glaube ich, wenn man sich bei den Krankheiten selber drum kümmert. Futterstation, okay, das müssen wir jetzt nicht selber machen. Machen wir jetzt einfach mal die, die schon orange sind. Genau, Olorotitan. Ah, lasst uns den mal noch zuerst machen. Wie viele Artgenossen brauchst du? Du brauchst 3. Ja gut, aber der wird ja hoffentlich nicht so schnell ausrasten. Lasst uns den mal zuerst machen. Eine Bewertung von 50 ist jetzt auch nicht so prall. Und 62 Lebenserwartung plus 30 sind 92. Ja, komm. Machen wir mal 2 von denen. Genau. Und dann noch einen. Einen brauchen wir noch. So, jetzt zum Metriacanto. Den haben wir ja schon modifiziert. Moment. Lebensfähigkeit 64 plus 40 können wir eigentlich so machen. Da müssen wir am Dings jetzt nicht irgendwas verändern hier. Ich hau den mal genauso raus direkt. Jetzt haben wir gerade das Geld. Futterstation. Nepepepepe. Erstmal verkaufen hier die Fossilien. Jetzt haben wir wieder Geld. Und dann starten wir mal hier nochmal hin. Was haben wir denn hier eigentlich alles Schönes? Oh, hier sind auch neue Fossilien. Acrocanthosaurus. Stimmt. Wir waren ja fleißig am Forschen eigentlich. Wir haben auch nur noch eine, die wir jetzt erforschen können. Den Trodon. Machen wir mal. Ein Junges war zu schwach. Was? Sag jetzt nicht, ich muss... Oh, scheiße. Warte mal. Beeindruckende Arbeit. Ich sollte vielleicht auch mal die Erfolgsraten-Upgrades 1.0 durch die anderen ersetzen. Noch wieder so schlau hier heute. Herrlich. Alles wieder gut? Alles fein? Sieht gut aus. So, warte, wir machen mal wieder einen für die Sicherheitsabteilung. Hey, wie wär's mit noch ja, das ein wenig ist auch gut. Stress? Wie hört sich ein neuer Auftrag an? Wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress, Hedede? Woher weißt du, dass das stressig ist, mein lieber Freund? Du musst den Park ja nicht leiten. Du Napfsülze. So, jetzt hier. Gleich mal noch so eine Station bauen. Fürs Metriacanto. Gege Metriacantos brauchen ja auch keine so großen Gehege. Die sind ja eigentlich auch recht genügsam. So, dann nehmen wir jetzt die schweren Zäune. So. So, genau. Flup, flup. Was? Ah, zu teuer. Okay, ja, ja, ich sehe es ein, ich sehe es ein. Ich sehe das Problem. Ich verstehe es, aber wir kriegen gleich Fossilien. Ich hoffe, auch was zum Verkaufen. Ja. Verkaufen, verkaufen. Und, können wir da nochmal hin? Ja, einmal können wir noch hin, sehr gut. Und das können wir auch ver- Was, kein Strom? Wie? Oh. Verbrauchen wir so viel Strom, ja? Dass die Kraftwerke schon wieder nicht reichen? Oh Gott, warte mal. Ach nee, Quatsch. Ich muss doch die, ja, Umspannwerk. Kann ich das da noch zwischenquetschen? Ja. Herrlich. Ja, warte mal, dann können wir auch den Stromkreis gleich mal schließen hier. Das ist doch gut. Sehr schön, falls jetzt ein Sturm kommt und das Kabel hier hinten kappt, läuft der Strom hier drüben noch weiter. Das ist ganz gut. Das ist intelligent. So ein bisschen zumindest. Wunderbar. Ich hoffe, das ist groß genug für den Metriacanto. Sollte aber eigentlich der Fall sein. Trodon. Ja, da haben wir doch jetzt wieder eine große Auswahl.
an Fossilien. Lasst uns hier mal ein bisschen, die Bäume wegmachen. Dann Wasser in sein Gehege. Und Futterstation machen wir erst, wenn er soweit ist. Oh, der ist auch gleich soweit. Nicht schlecht. Sturm? 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 Ich hoffe nicht. Oder doch? Ja, sieht aber alles gut aus. Huh! Es heißt, wir haben den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Endlich. Genau solche Fortschritte wollen wir hier sehen. So, wir brauchen mal noch diese zwei Upgrades, fällt mir mal gerade so auf. Die haben wir ja noch gar nicht gemacht. Verkaufen, extrahieren. So, gleich wieder losfliegen. Vielleicht doch mal wieder hier hin. Genau, warte mal, jetzt brauchen wir wieder einen Wissenschaftsauftrag. Diese Herausforderung sieht interessant aus und ich habe gleich an Sie gedacht. Das kriegen wir hin, sobald der Metriacanto raus ist. Und das ist er! So, schnell Betäubi, Betäubi machen. Was? Nein, nicht transportieren. Nein, was mache ich denn? Schnell betäuben, betäuben. Hallo? ACU, was ist denn mit euch los? Okay, ah, jetzt. Ich verklicke mich die ganze Zeit, Leute. Ja. Mysterium darstellt. Vielleicht können wir durch ihre Arbeit mehr über ihn erfahren. Gleich mal Lebendfutter mit reinlassen. Los, betäuben, schnell. Sekunde, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ah, ich glaube, ich spiele schon wieder zu lang. Die Session geht schon wieder zu lang. Moment, haben wir neue Fossilien? Nee, die ist jetzt durchanalysiert. Irgendwas wollte ich. Ach ja, genau, hier. Oloro-Titan. Warte mal, nee, die lassen wir aber noch nicht frei. Da brauchen wir erstmal mehr Geld. Sonst können wir uns den dritten Artgenossen nicht leisten, den der braucht. Da müssen wir nochmal schnell Fossilien oder so verkaufen. Sonst geht das nicht. Okay, die Expedition kommt gleich zurück. Wie sieht's Parkeinnahmen technisch aus? Oh, das sieht gut aus. Das sieht seit langem mal wieder gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Haben wir mal bald den ersten Dinosaurierstern? Immer noch nur einen halben. Alter, das dauert so mega lange, ne? Das ist unglaublich. Haben wir's? Yes. Okay, das ist leider nur zum Extrahieren. Das ist nicht so schön. Dann holen wir jetzt mal gezielt Acrocanthosaurus-Fossilien. Haben Sie eine Gastzahl? Ja, okay, der muss erstmal den Metriacanto wieder absetzen, dann läuft das. Wie teuer war jetzt einer von denen hier? Ach, ich lasse die jetzt einfach mal frei. Das dauert eh eine Weile, bis die ausrasten, glaube ich. Jawohl! Mal wieder was Neues. Ein Oloro-Titan mit einem neuen Muster. Nicht schlecht. Das sieht da richtig cool aus. Ein bisschen dunkler. Und so ein rot-grüner... Was ist rot-grün? Rot-grüner Kamm. Der Oloro-Titan oder riesiger Schwan war ein Schnabeldinosaurier aus der Oberkreide. Das ist hier Standardmuster. Das sind Dr. Duas Aufzeichnungen. Oder? Nun, Schnabeltiere haben meiner Meinung nach nichts mit Schwänen gemein. Der sieht auch gut aus. Schön bunt sind sie. Blau, orange, weiß ist der Kamm. So, dann brauchen wir noch einen. Und dann machen wir mal ein Muster. Genau, ein Nullmuster machen wir da mal. Ein Standardmuster. Ranger Nachladetempo 2.0. Oh ja, die Upgrades müssen wir mal reinknallen. Treffsicherheit gibt es ja noch nicht in 2.0. Und ACU Nachladetempo ist auch wichtig. Gut. Der braucht jetzt auch ein Weilchen, bis er durch ist.
Der ist am Start und frisst schon, der Metriacanto. Und er fühlt sich in dem Gehege auch wohl. Sehr gut. Wie grün er aussieht einfach. Ja, mal schön die Steaks essen. Immer schön die Steaks rausfriemeln. Lecker Steak. Zu den Fossilen. Acrocanthosaurus, Acrocanto, Acrocanto. Und nochmal losfliegen. Wunderschön. Hatte ich den Spielwarenladen hier eigentlich? Ah, nee, warte mal, den muss ich ja noch ändern hier. Müssen wir mal machen. Sie haben es geschafft und dafür danke ich Ihnen. Ich meine, den Auftrag. Dank Ihnen besuchen mehr Menschen den Park und die Wissenschaftsabteilung. Aha. Versuchen Sie nur nicht, mir den Job wegzunehmen. Doch. So, jetzt machen wir nochmal einen Entertainment-Auftrag. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Nee, 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 nee. Wer hat einen neuen Auftrag? Dieser Typ. Ja, ich sehe schon, Uluru-Titan muss wieder herhalten. Nee, nicht Uluru-Titan hier, wie heißt der? Dreadnoughtus. Braucht ein großes Pflanzenfresser-Fossil. Oh, wir haben jetzt bei der Dinosaurier-Bewertung immerhin mal 0,5 Sterne. Der Wahnsinn! Ich raste aus. Ich werd irre. Dann können wir an sich beim Metriacanto noch die Nonnichus reinsetzen. Will ich jetzt einfach mal machen. Da brauchen wir da zwar auch Stromzäune. Mal gucken, wie viel... Ja, da fehlen uns noch ein bisschen ein paar Muster, um die noch ein bisschen interessanter zu machen. Ich kann die ja schon mal aufwerten. Starke Heilung, Zähigkeit der Haut, genau. Zähne. Zähne. Immunreaktion. Was ist denn das hier eigentlich? Reaktionsgeschwindigkeit. Ah, ist aber nicht so geil wie Immunreaktion. Ja, und dann nochmal Zähne. Sturmwarnung. Scheiße. Immer dann, wenn ich hier in diesen Anlagen drin bin. Wenn ich die Warnungen nicht höre. Aufgabe. Ihn müssen wir betäuben. Und wir müssen die Schutzräume öffnen. Bitte mal zur Abwechslung nur ein normaler Sturm. Ohne Wirbel. Das wäre mal sehr nett. Wem mache ich was vor? Ich kann eigentlich direkt in mein Ranger-Fahrzeug steigen. Na, wo kommt er runter? Okay, ich glaube, er wäre schon längst runtergekommen, wenn es ein Wirbelsturm wäre. Der Uluru-Titan ist fertig. Wir haben noch keinen Sturmschaden. Gut, dann haben wir die jetzt erstmal vollständig, die Tiere. Wir sind im Sturm geboren worden. Eine Sturmgeburt. So, den setzen wir mal gleich wieder ab. Den Metriacanto muss ich, glaube ich, sogar noch nicht mal betäuben. Der war, glaube ich, so entspannt, dass er nicht ausrastet während des Sturms. Struktur beschädigt, was? Oh Gott. Ein Umspannwerk wurde beschädigt. Ja, ich glaube, der chillt da noch ganz gut. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie lang so ein Sturm anhält. Wie sieht's mit den Dilos aus? Oh, die werden gleich... Ja, die sind schon auf dem Weg zum Zaun. Die wollen Stress machen. Seht, wie hübsch wir sind. Seht. Seht, wie hübsch wir sind. Ihr kleinen, garstigen Viecher. Ihr werdet doch... Ihr spielt doch schon mit dem Gedanken. Ich ahne es doch schon. Ihr seid doch schon auf dem Weg, ihr wollt doch schon. Ihr macht das doch jetzt, oder? Ja, ihr macht das. Natürlich macht ihr das, ihr kleinen Schweinchen hier. Hier, warte mal, die darf ich nicht betäuben, wenn der Kano nicht betäubt ist. Okay. Ich muss die Schutzräume schließen. Ihr hört jetzt auf, Stress zu machen. Der Sturm ist zu Ende. Es ist alles gut. Lass es. Denk nicht mal dran.
Denkt nicht mal dran. Platz. Sitz. Holt Stöckchen. Nee, das hat schon mal bei wem anders nicht funktioniert. Da wird er. Er geifert da direkt. Herrlich. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben jetzt die Oloro-Titans haben wir. Uns fehlt nur noch ein Fitzelchen zur richtigen Bewertung jetzt hier. Wir brauchen nur noch so 2, 3 ordentliche Dinosaurier. Ich bin fast dafür, nochmal ein Diplo zu machen oder sowas. Oder vielleicht doch noch ein Sinoceratops. Nee, da könnten wir auch eigentlich direkt hier so ein Hyangosaurus machen. Oder 2. Und die dann hier mit zu den Pachis und den Chunkingos reinpacken. Dann müssen wir aber erstmal das Genom vervollständigen. Ach ja, Dracorex haben wir jetzt ja auch. Stimmt, den haben wir auch freigeschaltet. Mein Gott. Ah, und Geld haben wir auch wieder. Dieses unfassbare, wahnsinnige Multitouching. Hey, da ist ja was kaputt. Ein Upgrade ist kaputt. Ist einiges kaputt. Gottes Willen. Okay, Ranger-Station ist wieder heile. Das müssen wir reparieren. Ich habe überhaupt keine Anzeige, dass da was kaputt ist. Auch geil. Wird einem einfach nicht gesagt. Ja, das sieht auch gut aus mittlerweile hier. Jetzt haben wir den Park so ein bisschen auf so einem stabilen Niveau. 187.000 pro Minute. Forschung ist eigentlich auch die wichtigste zumindest. Jetzt erstmal durch. Gehege, da könnten wir jetzt noch die kleinen... Ach, die kleinen Elektrozäune, die bringen nichts. Die brauchen wir nicht. Vielleicht mal ein Besucherzentrum schon erforschen. Das Wissenschaftszentrum könnte man wirklich... Es dauert 7 Minuten. Das können wir wirklich schon mal erforschen. Und dann vielleicht noch mal... Vielleicht doch ein Ankylodokus noch mal. Wenn wir den nämlich machen... Ich weiß, der ist wahnsinnig teuer, aber der könnte unsere Bewertung nach oben pushen. Ich weiß noch nicht, ob der sich mit so vielen Tieren im Gehege verträgt. Kann auch sein, dass der ein bisschen etepetete ist. Müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch kein Geld mehr. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen sparen. Aber so ein Hybrid wäre mal auch ganz interessant. So ein Hybrider. Den können wir ja auch sofort machen, wenn wir ihn erforscht haben. Da müssen wir jetzt nicht noch Fossilien sammeln und so. Wir brauchen halt nur ein bisschen Knete. So, wieder Fossilien. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das alte Spiel, das mir so gut gefiel. Extrahieren, 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 verkaufen, extrahieren. Und dann wieder hierhin und lasst uns mal die Dracorexe auch noch holen. Ich weiß ja gar nicht, welche Bewertung die standardmäßig haben, aber egal. Ach ja, Moment, wir brauchen ja auch das große Pflanzenfresser. Ja, da. Ah, stimmt, ja, das brauchen wir ja auch. Hier den Dreadnoughtus müssen wir noch einmal holen. Schon wieder vergessen. Kann man sich aber auch alles so schwer merken. Das muss man jetzt mal sagen. Brauch mehr Dinos. Mehr Dinos. Kann ich noch irgendwas Kleines züchten? Irgendwas? Irgendeinen? Wie gut sind jetzt eigentlich die Strotomimen, wenn man die jetzt nochmal ein bisschen aufwertet? Wirklich nur eine Bewertung von 11? Das kann nicht sein. Das geht besser. Das geht bestimmt besser. 12. Hm. 13. Ah. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig prall, muss ich sagen. Aber ich glaube, bevor wir gar nichts machen, machen wir noch ein
Strutomi muss. Die werden ja eh bald alle sterben, glaube ich. Das ist ja, die sind ja jetzt schon an der Lebenserwartungsgrenze lange dran, glaube ich. Das sind ja unsere ersten Tiere gewesen. Verkehrt ist es nicht, sie zu ersetzen. Genau, Dracorex. Der andere ist noch unterwegs. Ja, lasst uns mal... Ach ja, stimmt, Albertosaurus fossilien haben wir ja auch. Ah Mann, wir haben so viel. Volle Auswahl hier. Und 3 Millionen habe ich auch schon wieder direkt. So, der ist schon durch. Sehr gut. Bewertung von 13 ist halt schon irgendwie nur so, naja, ist nicht so prall, aber egal. Mal wieder neuer Dinosaurier, ist vielleicht auch nicht schlecht. Sorgt auch dafür, dass die Leute wieder ein bisschen Interesse haben. Ah, Moment, haha. Dreadnoughtus-Fossilien holen, das, da war ja was. Da war ja was. Neues lebensfähiges Genom, Dracorex. Sehr gut. Und der Hyango ist dann der nächste, der auf 100% kommt. Ja, dann lasst uns einfach einen Hyangosaurus noch machen und den rüber schaffen zu den Pachis. Würde ich jetzt sagen. Hyangosaurier, muss ich mal gucken, wie viele Artgenossen braucht der jetzt? 1 bis 13. Ach so, das ist ja putzig. Dann können wir ja nur einen erstmal machen. Tundra, Savanne, Steppe, Wüste. Ja, machen wir Tundra. Zähigkeit der Haut. Dann. Immunreaktion. Alles, was so ein bisschen die Bewertung hochpusht. Genau, 51. Auf 51 kriegen wir den. Ja, den machen wir dann. Aber erst wenn er auf 100% ist, das sollte noch einen Punkt bei der Bewertung dazugeben. Oder zwei. Ein oder zwei Punkte. So, ganz wichtig, dass wir die Tiere möglichst vollständig machen. Immer schön vollständige Tiere züchten. Ha, Hubschrauber ist wieder da. Los, gib mir die Fossilien. Tu es. Yes. Gut, nochmal hier hin und nochmal hier hin. Wenn man den Leuten Glauben schenkt, haben sie eine großartige Entdeckung gemacht. Mhm. Was soll denn das heißen, wenn man den Leuten Glauben schenkt? Das ist auch so geil. Statt dass er mal mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Erhöhen Sie die Inselbewertung. Will der mich eigentlich rollen? Wollen die mich eigentlich veralbern hier? Erhöhen Sie Ihre Inselbewertung auf 2,5 Sterne. Wir haben nicht mal den zweiten. Wir haben gerade mal 1,8, lol. Das ist doch Verarsche. Das ist doch Verarsche. Das ist doch eine dreckige Verarsche, ist das doch. Ah, Mann! Aber dafür haben wir jetzt gleich das Besucherzentrum, das Wissenschaftsbesucherzentrum. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Kohle, wenn wir das aufbauen. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Hier, Wissenschaftsbesucherzentrum. Das können wir ja einfach mal hier so in die Ecke quetschen. Da passt eh nicht mehr viel hin. Haben wir noch genug Strom? Ja, wird langsam auch schon wieder ein bisschen eng. Aber ich kann ja beim ein oder anderen Kraftwerk noch mal ein bisschen ein Leistungsupgrade machen. Stimmt, apropos Leistungsupgrade, die sollten wir mal erforschen. Haben wir da jetzt noch Kapazität? Ja. Hier, Ausfallschutz 2.0 und verbesserte Leistung 2.0 haben wir doch auch schon, Mensch. Dreadnoughtus ist immerhin jetzt lebensfähig. Aber der war ein bisschen sehr etepetete, was seine Umgebung anging.
Oh, ich weiß gar nicht mehr, ey, beim Ankylodokus, bei diesem Hybriden, was der nochmal brauchte an Artgenossenbestand und so. Der war, glaube ich, schon auch anspruchsvoller. Den haben wir ja in 3 Minuten. Bin am Überlegen, ihn zu machen. So, genau. Wir haben jetzt die Hyangosaurier vollständig. Dann kann ich den auch gleich mal anwerfen. Na? Achso, der ist noch nicht wieder da, der andere. Jetzt. Dann lasst es uns tun. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, Hyangosaurus. 53, hervorragend. Ach, lasst uns 2 machen. Was soll der Geiz? Nein, scheiße, nochmal abbrechen. Sie erhalten eine teilweise Rückerstattung. Ich wollte doch noch ein anderes Muster wählen. Schön wieder Geld verschwendet. Erstmal direkt wieder Geld zum Fenster rausgeworfen. Aber gut, er war ja noch nicht so weit. Egal. Puh. Puh. Genau, was wollte ich jetzt hier? Genau, wir brauchen den. Der ist gleich fertig, in 1 Minute. Krankheit ausgebrochen, ah! Natürlich. Wo nochmal? Okay, da. Bei den Pachis. Wieder einmal bei den Pachis. Die sind ganz schön anfällig. Los, aufmachen. Schnell. Schnell, 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 schnell. Ah, es ist aber kein Pachi, der krank ist. Ja. Wenigstens ist dieser Ankylodokus ein Pflanzenfresser. Ankylodokus, okay. Jetzt gucken wir uns den mal an. Den können wir ja auch eigentlich sofort machen. Ankylodokus, Genom modifizieren. Das ist erstmal schon zu teuer. Das ist das Erste, was auffällt. Was braucht denn der so bestandsmäßig? Oh, Bestand nur 14 Tiere. Ich glaube, das ist zu wenig. Und große Fläche Grasland braucht er. Da bräuchten wir nochmal ein extra Gehege für den. Oh, aber der hat gleich eine Bewertung von 168, ne? In der Standardausführung, er kostet ja auch 1 Million direkt. Wäre aber nicht verkehrt eigentlich. Da müssten wir hier nochmal ein größeres Pflanzenfressergehege bauen. Oder, naja, eigentlich. Es gibt halt so spezielle Pflanzenfresser, die brauchen einfach nochmal ein extra Gehege, weil die sich mit zu vielen Artgenossen oder beziehungsweise es müssen nicht unbedingt Artgenossen sein, aber andere Dinosaurierarten im selben Gehege nicht so gut vertragen. Und deswegen müssen wir jetzt hier erstmal auch ein bisschen einebnen wieder, das alte Spiel mit dem Einebnen. Das Blöde beim Einebnen ist auch, das ist mir auch mal aufgefallen, man muss immer so ein bisschen auf eine Art einebnen, dass man das langsam macht. Wenn man das nämlich zu schnell macht, dann springt irgendwie diese Erkennung von der Höhenstufe nochmal auf eine andere Höhenstufe um. Und dann hat man plötzlich wieder das Ganze, was man eigentlich gerade eingeebnet hat, wieder kaputt gemacht. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen immer ganz langsam und schön gleichmäßig einmassieren. Dann kann eigentlich gar nichts schief gehen an der Stelle. Genau, und dann werden wir hier wahrscheinlich dann entweder ein Ankylodokus oder vielleicht auch noch ein paar andere Pflanzenfresser, die so ein bisschen, ja, zickiger sind, sagen wir es mal so, werden wir dann hier einfach unterbringen. Direkt gegenüber vom Hotel, das ist auch gut, weil das erhöht nämlich dann auch wieder die Dinosaurier-Sichtbarkeit, wenn die Besucher die Dinosaurier in beiden Gehegen vom Hotel aus direkt sehen können. Das ist also schon mal gar nicht schlecht, deswegen sollte man auch immer versuchen, die Hotels so ein bisschen an die Gehege oder fast eigentlich schon in die Gehege zu bauen. Eigentlich müsste man das mit so einem Bogen machen, aber egal. Habe ich jetzt nicht gemacht an der Stelle. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Gefrickel. Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge Jurassic World Evolution auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ganz wichtig, es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao.